irgendwas. Und noch die Raketen schützen. Wollte schon sagen, von wo kommen die denn jetzt? So, Waffenwechsel. Oh, der ist kaputt gegangen. Schalten wir dieses Flugabwehrgeschütz aus. Wer soll sich um das Geschütz kümmern? Ma'esh. Ash, Sie übernehmen das. In Ordnung. War hier nicht gerade eine Kanone irgendwo? Da. Das Geschütz sieht einsatzbereit aus, Commander. Noch mehr Geld! Wo denn? Ach, hier. Nein! Boah, wie die zerplatzen davon. Krass, oh, der Kommandant. Weiter auf den Kommandanten. Ich brauche mehr Zeit, Commander. Flugabwehrgeschütz erledigt, Commander. Holen wir uns das letzte. Ging ja viel schneller als gerade. Bestätige! Bei der Tür, wohin denn? Ach da! Nein, das war nix! Kann es durch den Durchgang durch? Ah, muss ich nicht komplett rum. Oh, da kommen sie. Nein. Okay, gehe ich mal hier rum. Total planlos hier durchrennen und ballern. Manchmal klappt's. Komm, Ash! Wer von uns soll das Geschütz auf? Ist doch wohl klar, wer das macht. Wo war denn die? Da ist die Kanone. Kanone! Da hinten drauf. Pyro und der Kommandant. Boah. Krass. Kommandant. Flugabwehrgeschütz erledigt, Commander. Schon Platz sauber. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Und weg ist der Störsender. Jetzt können wir wieder mit Handys telefonieren. Sind Sie da? Dawn! Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Wir treffen uns dort. Ihre Untertitel sind immer ganz anders als das, was Sie sagen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Da. Admiral, um erfolgreich zu sein, brauche ich Sie als Kommandant der Zivilflotte. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe.
Na? Koordinaten? Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Genau, ich lande jetzt auf alle Gäste und dann sind die tot. Oh, geil. Die Gäste nähern sich dem Admiral. Hab ich gesehen. Wenn er nicht so wackeln wird die ganze Zeit, dann ist ja in Ordnung. Sie können gehen. Gut. Wo ist denn der Rest? Gäste hinter Ihnen. Gehen Sie in Deckung! Genau, wo kam die denn? Aus dem Boden jetzt? Immer diese Raketenschützen. Einer noch! Admiral, kommen Sie! Wow! Gut, dass ich zwei Schiebetüren habe. Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Nein. Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Ach so, wir sind auf der Heimatwelt von denen? Ah. Wäre ich aber früh. Die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Dankeschön. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Gut. Höchste Zeit, die Geth von den Reapern zu trennen und diesen Wahnsinn zu beenden. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Oh, verdammt. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Commander, ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit über Videoleitung verfügbar. Die Patrouillenflotte bleibt... Oh, Verwandt. Was ist das denn? Moment, ich muss sehen, was fliegt. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Weitere Schiffe gefährden nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Meine Güte, er ist auf der Holo-Leitung und hat nichts zu sagen. Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen. Endet die Sache schlecht? Oh, der sagt ja immer dasselbe, okay. Nein! Commander Shepard. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende.
So, was macht denn unsere Bereitschaft jetzt? Ein paar Aliens wieder dabei. Rachni-Arbeiter, cool. Und Quarianer haben wir noch dazu gekriegt. Na toll, nur den einen Admiral. Da fehlt aber noch was. Allianz, ziemlich viel. Okay, jetzt erstmal wieder raus hier. Und Richtung dem... ja, dem Signal von den Reapern. Mein früherer Sergeant hat erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Commander, Admiral Corris hat die Zivilflotte wieder zurück in Stellung gebracht. Gerade noch rechtzeitig. Ja, Glück gehabt. Mein Cousin Dorn. Die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns unseren Admiral zurückgebracht haben. Okay, ein Dankesbrief, alles klar. Und weiter geht's mit der nächsten Mission. Oh mein Gott. Reaper-Basis zerstören oder Gescom-Zentrum abschalten? Erstmal die Basis hier zerstören. Und wir nehmen mit. James bleibt diesmal zu Hause, wir nehmen mal Garrus mit. Achso, Tali kommt automatisch mit. Ah, deswegen leuchtet sie so. Okay. Annehmen. Oh Mist, jetzt habe ich gleich die Waffen abgegradet, ne? Verdammt. Okay. Tali hat die Schrotflinte. Ich kann die mal eben wechseln. Ach cool, ich kann hier modifizieren. Sehr gut. Die Predator modifizieren. Erhöht den Schaden und was haben wir hier noch? Präzision. Bestätigen. Zurück und dann nochmal bei Garrus gucken. Was hat er denn hier nochmal? Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall. Erhöht den Schaden und wir nehmen nochmal... Reserve-Munitionskapazität. Ne, komm, das ist super hier. Und die Valkyrie, was habe ich denn da drin? Stabilität und Schadenserhöhung. Yo. Ich habe 6 Punkte, reicht für die Clustergranate. 9! Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Guests Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Guests sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Diese Verbesserung hat Kernprozesse verändert. Wir wussten nicht, wie sie darauf reagieren würden. Sie haben sich geschämt. Scham ist eine emotionale oder kognitive Reaktion auf gesellschaftliche Werturteile. Sie spielt hier keine Rolle. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Die Geths sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind sie das nicht. Ja. Stimmt. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Legion, viel Glück. Bestätigt. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Ranoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete.
Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Hier ein Stein. Nun, immerhin ein Anfang. Hat nur vergessen, den Stein nachher einzufügen. Weil er war gerade weg. Okay, machen wir mal Folgendes. Und zwar, wir graden jetzt erstmal die Gruppe ab, was ich gerade nicht geschafft habe. Was ich gerade verkackt habe. Genau, mehr Granaten. Zurück den nächsten. Garrus. Panzerbrechende Munition. Ich bin jetzt mehr dafür. Erhöht Gesundheits- und Panzerungsschaden. Oh, Gruppenmitglieder erhalten ihre Munitionskraft mit 50% Effektivität. Nehme ich mal das. Erhöht Munitionskapazität oder mehr Kopfschussschaden. Mehr Muni. Nein. Ach Mist, hab zu wenig Punkte. Und dann noch Tali. Da fehlt auch noch was. So, jetzt kann es weitergehen. Wo kommen die denn her? Oh nein, warum bin ich da drauf gesprungen? Und... Ach Mann, der war schon fast tot. Ah komm. Arsch lecken. Gehen wir einfach mal hier rum. Die Gas-Störtürme beeinträchtigen Ihr Signal, Commander. Ich gleiche das aus, damit Sie weiterhin Funkkontakt haben. Nein! Gute Arbeit, Trainer. Die Trainer, die alte. Funkkontakt-Wiederherstellerin. Latonar, ja. Ja, genau, wie überstehen wir denn? Ui. So, alle weg mit euch. Wo sind sie denn hin? Alle weg? Ja, fast alle weg. Da kommen noch mehr. Genau, lauft ruhig da rein. Geil. Oh, komplett leer geballert. Oh, Munition. Commander, Sie müssen zur oberen Ebene gelangen, bevor Geth-Einheiten ihre Stellungen verstärken können. Wir sind unterwegs. Hier, Admiral Garrus. Wir werden von einer Geth-Jägerstaffel bedrängt. Patrouillenflotte, ziehen Sie Abfangjäger ab. Wir dürfen die schwere Flotte nicht verlieren. Oh, ich höre Geth. Da sind sie. Nein, genau auf dem falschen Seite hochgelaufen. Nein! Oh! Eine Scheißposition. Ich sollte hier in Deckung gehen.